Hallo, herzlich willkommen zum Universal Blog. Heute habe ich mal eine gute Nachricht für all die, die jetzt beabsichtigen, in nächster Zeit ein Studium zu beginnen mit einem Mathematikanteil, zum Beispiel im Bereich Ingenieurwissenschaften, Naturwissenschaften oder auch im Rahmen der dualen Ausbildung bei sogenannten praxisorientierten Studiengängen an Fachhochschulen. Das kann also im Ingenieurbereich sein, Wirtschaftsingenieurwesen, Mechatronik, Automatisierungstechnik und ähnliche Dinge. Es gibt jetzt einen neuen Online-Brückenkurs, mit dem ihr euch in mathematische Themen selbstständig einarbeiten könnt. Die Corona-Krise muss ja auch ihre Vorteile haben und deswegen haben Sabrina Pross und ich Folgendes getan. Wir haben aus unserem Brückenkurs Mathematik für den Studieneinstieg, die ersten 8 Kapitel, die Kapitel 0 bis 7 nämlich, uns mal vorgenommen und haben aus diesen Inhalten, die wir dort besprochen haben und vorgestellt haben, Videos gedreht, die wir auf einem eigenen YouTube-Kanal nochmal eingestellt haben. Dieser YouTube-Kanal heißt Brückenkurs Mathematik. Ich habe euch das hier unter dem Video verlinkt. Worum geht es? Also, es können alle, die jetzt die Absicht haben zu studieren, sich noch einmal einarbeiten in die mathematischen Grundthemen, die sie benötigen, um die Vorlesungen, zum Beispiel Mathematik 1 für Ingenieure bis Mathematik 3 für Ingenieure und Statistik, durchzustehen und inhaltlich auch zu begreifen und vor allen Dingen die mathematische Methodik und den mathematischen Werkzeugkasten und die ganzen Inhalte, Vorkenntnisse, alles, was so in der Schule eigentlich nicht mehr gemacht wird, das kann man sich auf diesem Kanal anschauen. Und es gibt mehrere Kapitel, wie ich schon sagte. Das Kapitel 0 fängt zum Beispiel an mit einem Rundumschlag noch einmal durch die Mittelstufenalgebra, wo also alle wichtigen Dinge noch einmal erklärt werden, wie Grundgesetze, wie Kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Distributivgesetz, binomische Formeln, Binomialkoeffizienten, das Umformen von Termen, ja, Bruchrechnung, einfache Bruchrechnung, Dezimalbrüche und ähnliche Dinge. Dann im Kapitel 1 haben wir Beweisverfahren vorgestellt, insbesondere den direkten und den indirekten Beweis und das Beweisverfahren der vollständigen Induktion. Im Kapitel 2 geht es um Mengenlehre und Aussagenlogik, also die mengentheoretischen Grundbegriffe der Mathematik, dann Grundbegriffe der Aussagenlogik, Methoden der Aussagenlogik, Verknüpfungen von Aussagen, was steckt eigentlich dahinter mathematisch, und das sind Dinge, die man natürlich in den Anfangssemestern braucht. Dann im Kapitel 3 haben wir uns mit Abbildungen beschäftigt, Abbildungen im Sinne von Funktionen, wie Sie sie aus der Mittelstufe kennen, wie ihr sie aus der Mittelstufe kennt und auch aus der Oberstufe kennt. Da haben wir die unterschiedlichsten Funktionen einmal zusammengefasst, zum Beispiel trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktionen, ganz rationale Funktionen, also sogenannte Polynomfunktionen und ähnliche Dinge. Dann im Kapitel 4 geht es um Gleichungen und Ungleichungen. Da wird also alles nochmal erklärt, was leider in der Mittelstufe nicht mehr vorkommt, aber auch die Dinge, die vorkommen, nämlich quadratische Gleichungen und biquadratische Gleichungen, aber auch Bruchgleichungen und Betragsgleichungen und dann alles in der Variante der Ungleichung, also Bruchungleichungen, Betragsungleichungen. Es kommen aber auch Wurzelgleichungen noch vor und es kommen Exponentialgleichungen und Logarithmen vor. Im 5. Kapitel geht es um komplexe Zahlen. Das ist für Sie etwas völlig Neues. Also komplexe Zahlen wurde in der Schule, in der Regel wird das nicht gemacht. Deswegen komplexe Zahlen etwas Neues. Was steckt eigentlich hinter komplexen Zahlen? Das ist also eine Zahlbereichserweiterung, so wie Sie das von der Schule her kennen. Also aus den natürlichen Zahlen werden irgendwann durch Erweiterung die ganzen Zahlen, dann die rationalen Zahlen, dann die reellen Zahlen und die nächste Zahlbereichserweiterung führt zu den komplexen Zahlen. Dann im Kapitel 6 ist das technisch etwas schwierige Kapitel Folgen und Grenzwerte in mehreren Videos abgehandelt. Folgen und Grenzwerte ist das Fundament eigentlich der Analysis, also der Differential- und Integralrechnung, und man sollte diesen Grenzwertbegriff gut verstanden haben bei Folgen, den sogenannten Funktionen mit Definitionsbereich n, also n als Menge der natürlichen Zahlen als Definitionsbereich. Und wir werden solche Folgen uns genauer anschauen in den Videos und haben diese Videos ja schon produziert, in denen Grenzwerte von Folgen berechnet werden. Und da tauchen sehr schwierige
Berechnungen auf und ich denke, es lohnt sich da auf jeden Fall mal reinzuschauen, weil die Komplexität dieses Themas schon relativ hoch ist. Im siebten Kapitel haben wir uns dann mit Reihen beschäftigt. Reihen sind eigentlich Folgen von Partialsummen, also es werden eigentlich Folgenglieder addiert und dabei taucht dann das sogenannte Summenzeichen auf. Es gibt Methoden zur Überprüfung der Konvergenz und Divergenz von Reihen, also wann hat eine Reihe einen Grenzwert, wann hat eine Reihe keinen Grenzwert und Beispiele für Reihen, nämlich geometrische Reihen. Mit Hilfe von geometrischen Reihen kann man zum Beispiel sich mit periodischen Dezimalzahlen auch beschäftigen. Und wenn Sie das alles durchhaben, das sind so um die 80 Videos, die wir im Moment auf dem Kanal haben, weitere größere Erweiterung auch nicht ausgeschlossen, also da kommt sicherlich noch was dazu. Diese Videos, wenn Sie sich die angeschaut haben, dann haben Sie eigentlich schon mal eine gute Grundlage, um in den Grundvorlesungen der Mathematik in Ihrem ingenieurwissenschaftlichen oder vielleicht sogar wirtschaftswissenschaftlichen Studiengang gut zu bestehen. Alle Beispiele, die dort vorgerechnet sind, finden Sie auch in diesem Buch Brückenkurs Mathematik, das Sabrina Poss und ich gemeinsam geschrieben haben. Und wir haben auch beide gemeinsam diesen Kanal erstellt, insbesondere jetzt für die Studenten der Fachhochschule Bielefeld, auch am Studienort Gütersloh. Ich wünsche Ihnen und euch bei dem Studium der Mathematik sehr viel Freude und immer dran denken, Mathematik macht Spaß. Man muss es nur erst einmal begreifen und wenn man es dann begriffen hat, macht das richtig viel Spaß sogar, auch wenn man vielleicht in der Schule manchmal vom Gegenteil überzeugt wird. Ich hoffe, dass wir in diesen Videos wiederum vom Gegenteil dessen überzeugen können.